Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Einmal zu Hause, natürlich an den Monitoren und auch hier in der Infostelle Konrad, denn wir haben heute wieder eine hybride Veranstaltung. Mein Name ist Michael Lohse, ich bin Leiter der Infostelle Konrad und werde Sie heute so ein bisschen durch den Abend führen. Und ich habe ein paar Gäste mitgebracht, bei denen ich mich sehr schon mal bedanke, dass Sie heute da sind. Das ist einmal die Gina Fiebig, die eben gerade noch im Publikum sitzt. Dann der Jens Kuschkowitz und der Peter Duwe. Zu unseren Gästen kommen wir gleich. Erstmal noch ein paar andere Punkte, aber vielen Dank, dass Sie hier sind. Bevor wir jetzt in die Betrifftveranstaltung einsteigen und die inhaltlichen Fragen, das Thema ist ja heute Fahrzeugtechnik, Endlagerfahrzeuge. Wollen wir noch ein paar Dinge klären, organisatorischer Art? Zum einen erstmal der Datenschutzhinweis vorneweg. Da wir hier eine Live-Veranstaltung haben und auch eine Aufzeichnung haben, werden wir hinterher auch das Ganze auf YouTube noch im Nachhinein sehen können. Es wird also aufgezeichnet. Wenn Sie weitere Informationen zum Datenschutz möchten, können Sie sich auch nochmal den Datenschutz-Link anschauen. Aber ich denke, das ist erstmal die wichtigste Information dabei. Bevor wir einsteigen in das Thema, möchten wir eigentlich immer gerne von Ihnen wissen, und das werden wir auch nochmal am Ende der Veranstaltung machen. Diejenigen, die schon öfter dabei waren, kennen das schon. Eine Mentimeter-Umfrage, das ist im Grunde genommen eine kleine Umfrage, wo wir Dinge abfragen wollen, um besser zu werden, um auch ein bisschen in die Interaktion zu kommen und sie zu verstehen. Das Erste, was wir gerne wissen wollen, ist eigentlich, wie sind Sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden? Das ist die eine Frage, die wird jetzt gleich eingeblendet. Sie können, wenn Sie bei Zoom dabei sind, direkt klicken. Wenn Sie bei YouTube zuschauen, können Sie auch mit dem QR-Code im Grunde genommen übers Handy teilnehmen. Und die andere Frage, und wir werden uns das Ergebnis gleich anschauen, ist: Welche Vorkenntnisse zum Thema Endlager Konrad bringen Sie eigentlich mit? Denn für uns ist immer ganz spannend, haben wir hier eigentlich Expertinnen und Experten, die jetzt zu Hause zuschauen? Oder müssen wir im Grunde genommen noch schauen, wie gut können wir das vermitteln? Also von daher, diese Mentimeter-Umfrage, die läuft jetzt und das machen wir quasi nebenbei. Und jetzt möchte ich erstmal auf den Inhalt kommen. Nämlich Fahrzeugtechnik, Endlagerfahrzeugtechnik. Das ist erstmal ein bisschen sperrig, wenn wir an Endlager denken, dann ist erstmal so der Punkt, wir denken natürlich an den radioaktiven Abfall, der eingelagert wird. Man denkt auch, und das haben wir in der Vergangenheit sehr viel gemacht, an die Bauwerke, die wir haben. Aber was verstehen wir eigentlich unter Fahrzeugtechnik und worum geht es? Und dafür haben wir Ihnen einen kleinen Clip mitgebracht, einen Film, wo wir erstmal uns anschauen wollen, ja, wie funktioniert die Einlagerung im Endlager Konrad dann, wenn wir es fertiggestellt haben. Und den würden wir jetzt einmal erstmal einspielen und uns anschauen. Wie werden die radioaktiven Abfälle unter Tage eingelagert? Die Umladehalle. In ihr darf sich immer nur eine begrenzte Anzahl von Behältern befinden. Selbst bei einem Flugzeugabsturz können keine gravierenden radiologischen Folgen eintreten. Ein Kran hebt die Abfallgebinde auf den für den Schachttransport konstruierten Transportwagen. Bei der Eingangskontrolle wird geprüft, ob die angelieferten Behälter die Annahmebedingungen erfüllen. Die Einlagerungskammern werden in einem neuen Bereich des Bergwerks gebaut. Mit einem Aufzug gelangen die Container in die 800 Meter tiefen Einlagerungsbereiche. Dort werden sie auf ein Transportfahrzeug geladen, das sie in die Einlagerungskammern bringt. Im Eingangsbereich der Einlagerungsstrecken übernimmt ein Stapelfahrzeug den Container vom Transportwagen. Dann werden dort die Behälter gestapelt. Zur größtmöglichen Sicherheit über und unter Tage werden die Kammern abschnittsweise mit Betonwänden abgeschlossen. Auch die Abschnitte selbst werden mit Beton verfüllt.
Sind die Abschnitte gefüllt und mit Beton verschlossen, werden schließlich auch die Strecken und Schächte verfüllt. Der radioaktive Abfall ist dann nicht mehr rückholbar, aber gegen Freisetzung gesichert. Genau, ich denke, mit dem Film kann man sich ein bisschen besser vorstellen, was machen wir eigentlich, was wird dann unter Tage passieren, beziehungsweise auch über Tage, bis die Abfälle von über Tage nach Untertage kommen und dann sicher eingeschlossen sind. Und das, was wir gesehen haben dabei, ist ja nicht nur ein relativ komplexer Prozess, wo man sagt, da passieren viele verschiedene Dinge hintereinander weg, sondern es sind auch viele Anlagen zu sehen, Fahrzeuge, die zusammenspielen müssen, damit wir dann tatsächlich den Endlagerbetrieb auch sicher gestalten können. Diese Fahrzeuge wurden ja nicht nur genehmigt, sie müssen auch geplant, sie müssen gebaut werden, sie müssen dann irgendwie auch, ja, ich sage mal, Realität werden unter Tage. Und im Grunde genommen ist das der Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, wo wir sagen wollen, wie kommen wir eigentlich beim Endlagersystem und dann auch bei den Versatzfahrzeugen dahin, dass wir aus diesem Planfeststellungsbeschluss am Ende des Tages Fahrzeuge haben, die auch tatsächlich gebaut werden. Bevor wir inhaltlich in die Fachvorträge einsteigen, gibt es jetzt, glaube ich, die Mentimeter-Ergebnisse. Wir können mal schauen, ob die inzwischen fertiggestellt sind. Auf dem Bildschirm vorne in der Mitte sehe ich sie gerade nicht, aber ich gucke einfach mal rein. Also die meisten Zuschauerinnen, die geantwortet haben, kommen offensichtlich von der BGE-Website, ein bisschen Social Media. Der Rest ist eigentlich erstmal nicht vertreten. Bei der Frage, wie ist man darauf aufmerksam geworden? Sicherlich ein Punkt, wo wir nochmal schauen müssen, wie wir damit arbeiten. Von den Vorkenntnissen her schätzen sich die Leute so ein, dass sie eher viele bis viele Vorkenntnisse haben. Also da kann man sicherlich schauen. Aber insgesamt ist natürlich die Teilnahmequote auch noch ausbaufähig. Was noch ein wichtiger Punkt ist, bevor wir in die Vorträge einsteigen. Sie haben ja nicht nur diese Mentimeter-Umfragen, wo Sie sich daran beteiligen können und wir Sie auch bitten möchten, am Ende nochmal verstärkt daran teilzunehmen, sondern wir sind ja nicht nur hier, um Ihnen Vorträge zu halten, sondern mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Sie haben bei Zoom und YouTube die Möglichkeit, natürlich jederzeit Fragen in den Chat zu stellen. Das macht auch Sinn, wenn Sie eine Verständnisfrage haben oder Ähnliches, dass Sie die dann einfach einstellen in den Chat. Die Kollegen, die sich um die Moderation kümmern, werden die dann an mich weiterleiten. Und bei Zoom, wenn Sie dort teilnehmen, haben Sie natürlich außerdem die Möglichkeit, sich zu melden. Wir haben einmal diese Handwinkfunktion bei Zoom, die können Sie benutzen, die Handhebefunktion. Sie können aber auch ein Sternchen in den Chat schreiben oder einfach Stichwort Frage. Und dann wissen wir hier in der Moderation, dass Sie gerne Wortbeitrag haben. Und dann werden Sie auch zugeschaltet und dann können wir auch direkt in den Dialog treten. Also das sind die Angebote, was wir machen können, dass Sie Ihre Fragen stellen können, dass wir heute in die Diskussion kommen. Würde mich sehr freuen, wenn Sie das wahrnehmen. Und jetzt genug der Vorrede. Jetzt würde ich tatsächlich gerne in die Vorträge einsteigen, in die fachlichen Inhalte. Und dazu möchte ich erstmal an den Peter Duwe übergeben. Ja, vielen Dank, Herr Lohse. Der mittlere Monitor funktioniert ja leider nicht. Insofern wird das schwierig sein, für uns die Vorträge auch tatsächlich am Monitor selbst live zu verfolgen. Herzlich willkommen auch von mir, meine Damen und Herren. Es ist mir eine Freude, hier heute mal anlässlich einer anderen Veranstaltung unsere Gäste, unsere Vortragenden begrüßen zu dürfen. Normalerweise berichten wir tatsächlich über Baumaßnahmen, also sprich über Hochbaumaßnahmen, Konrad 1, Konrad 2. Diesmal ist insbesondere, oder dieses Jahr steht für uns Konrad 2 mehr im Fokus als Konrad 1, denn da wollen wir starten mit der Errichtung der Gebäude, die wir brauchen, letztendlich um die radioaktiven Abfälle zu handhaben und umzuschlagen übertägig. Dann berichten wir des Öfteren über die Baumaßnahmen im Schacht, so wie auch bei der letzten Triff Konrad, oder untertägig bezogen auf die Leistung, die wir bringen zur Auffahrung der Grubenräume, der Grubennebenräume, also alles, was wir benötigen, Werkstatt, Versatz, Aufbereitungsanlage und so weiter. Heute, und das freut mich auch wirklich außerordentlich, haben wir uns mal ernsthaft überlegt, bringen wir das Ganze, schwenken wir den Fokus etwas um und kommen mal auf das, was eigentlich nach außen kaum wahrnehmbar ist, nämlich die Einlagerungstechnik, die Infrastruktur, die wir darüber hinaus benötigen. Und da sind wir bei den Fahrzeugen.
Und ich freue mich, dass ich heute Abend hier die Frau Fiebig und den Herrn Kuschkewitz begrüßen darf als Vortragende. Die Frau Fiebig ist bei uns. So, jetzt wunderbar, jetzt sehe ich das, was wir sehen wollen. Vielen lieben Dank. Und zwar, hier sehen Sie die Umladehalle und den Förderturm, wie wir ihn geplant haben auf Konrad II. Und wir werden, das ist unsere Absicht, nächstes Jahr mit der Umladehalle hinsichtlich der Bauausführung in den Start kommen. Es ist ja auch veröffentlicht worden. Wir haben die Umladehalle dieses Jahr vergeben, im Spätsommer, für 137 Millionen Euro. Und der Förderturm ist schon längst in Planung und auch da sind wir dabei, hoffentlich zeitnah die Zustimmung, die wir brauchen, zu bekommen, um auch in die Fertigung zu gehen und auch in den Bau. Jetzt schwenke ich um, ich kann es jetzt leider erst sehen, vor dem Hintergrund bin ich vorher nicht drauf eingegangen. Frau Fiebig ist eine wunderbare junge Frau, die bei uns die gesamte Planungsabteilung leitet, hinsichtlich der Auffahrung, die wir benötigen, Grubenbaue, dann das ganze Thema Wettertechnik, aber auch die Fahrzeuge, die wir benötigen, untertägig. Für den Einbringen der Abfallbehälter und auch des Versatzmaterials untertägig in die Hohlräume zum späteren Zeitpunkt, wie Sie gerade im Film vorab gesehen haben. Und Herr Kuschkewitz leitet die ganze Mannschaft der zentralen Maschinentechnik. Dazu gehören auch ein Teil der Fahrzeuge. Und da wollen wir auch den Fokus anfangs drauf legen. Und daher gebe ich gerne weiter an Herrn Kuschkewitz. Herr Kuschkewitz. Ja, vielen Dank, Herr Duber. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich begrüße Sie recht herzlich zu der heutigen Veranstaltung und freue mich natürlich über Ihr Interesse an unseren Themen. Wir, meine Kollegin Fiebig und ich, möchten Ihnen heute die Fahrzeuge des Einlagungs- und des Versatzsystems näher bringen und dabei auch natürlich auf die Besonderheiten und auf die Herausforderungen bei deren Planung und Herstellung eingehen. Wir haben unseren Vortrag wie folgt gegliedert. Als erstes werde ich anknüpfend an den Film, den Sie bereits gesehen haben, nochmal auf das Einlagungssystem im Groben eingehen und dann umschwenken auf die beiden Fahrzeuge, um die es in meinem Bericht heute geht. Danach werde ich etwas berichten über die Erprobung des Einlagerungssystems, das in den 90er Jahren begleitend zur Planfeststellung stattgefunden hat. Und zum Abschluss meines Vortrages werde ich einen kurzen Ausblick zum aktuellen Stand geben, der Herstellung und der Planung der Fahrzeuge, Transportwagen und Stapelfahrzeug und stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss wird Frau Fiebig berichten über die Fahrzeuge des Versatzsystems und einen kurzen Gesamtausblick geben über die weiteren Schritte, die wir vorhaben, zum Ziel die Fahrzeuge entsprechend in Betrieb nehmen zu können. Ja, das ist ein Schema des Einlagungssystems, so wie es vorhin kompakt in dem Film zu sehen war. Hier nochmal einzeln aufgegliedert. Das Einlagungssystem ist ein zentrales System des Endlagers und es beschreibt die gesamte Prozesskette von der übertägigen Anlieferung der Abfallbehälter über den Schachttransport bis hin zur untertägigen Einlagerung dieser Behälter in den Einlagerungskammern. Das Einlagerungssystem besteht aus 12 Komponenten, auf die ich nicht alle im Einzelnen eingehen möchte. Die Funktion einzelner Komponenten waren vorhin im Bild zu sehen. Ich möchte mich heute in meinem Vortrag auf die rot markierten Komponenten, nämlich den Transportwagen und das Stapelfahrzeug, konzentrieren. Beide Fahrzeuge sind Bergbau-Großfahrzeuge. Von ihrer Konzeption her, wie sie schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten im untertägigen Bergbau eingesetzt werden. Das war auch der Grund, warum man diese Konzeption gewählt hat, als man mit der Planung des Endlagers begann. Und bestehen im Grunde genommen aus jeweils zwei Rahmen, die über ein Knickgelenk miteinander verbunden sind und die Lenkbewegung wird durch entsprechende Hydraulikzylinder in dem Knickgelenk hergestellt. An die Fahrzeuge werden aus dem Planfeststellungsbeschluss besondere Anforderungen gestellt. Ich nenne nur ein paar Punkte, die wir zu beachten haben bei der Planung und bei der Umsetzung der Fahrzeuge. Das ist zum einen die Begrenzung der Brandlast. Das heißt, es sind wirklich alle Brandlasten vorgeschrieben, alle festen und alle flüssigen Brandlasten, die an diesen Fahrzeugen verbaut werden dürfen. Das ist aus Gründen des Brandschutzes erforderlich. Bei dem Stapelfahrzeug ist die Hubhöhe begrenzt.
Bei dem Transportwagen ist die Absturzhöhe begrenzt. Auch das sind Randbedingungen, wie gesagt, aus dem Planfeststellungsbeschluss. Und des Weiteren sind die Geschwindigkeiten und auch die Gewichte der Fahrzeuge begrenzt. Das heißt, die Fahrzeuge können bauartbedingt nicht schneller als 10 km/h fahren. Und wir haben sogar eine Reset-Möglichkeit, eine Rückfallmöglichkeit, dass die Fahrzeuge nicht schneller werden als 4 m/s. Also etwas mehr als 10 km/h, aber das ist dann wirklich das technische Ende. Da fallen dann die Bremsen ein. Näheres zu den beiden Fahrzeugen auf den späteren Folien. Ich möchte jetzt als nächstes etwas über die Erprobung des Einlagungssystems in den 90er Jahren berichten. Begleitend zur Planfeststellung, ich hatte es bereits gesagt, wurden große Teile des untertägigen Einlagungssystems in den 90er Jahren hergestellt, also geplant hergestellt und vor allen Dingen erprobt. Das betrifft, hier sind Originalfotos dieser Maschinen zu sehen. Das betrifft das Stapelfahrzeug oben in der Mitte, unten links den Transportwagen, unten in der Mitte den Plateauwagen und rechts den Portalwagen mit angehängter Tauschpalette. Diese Komponenten wurden in einem dreistufigen Erprobungssystem erprobt und die erste Stufe bestand darin, dass die beiden Fahrzeuge, nämlich der Transportwagen und das Stapelfahrzeug, in einem Steinbruch fahrtechnischen Versuchen unterzogen wurden und so den Nachweis erbracht haben, dass diese Fahrzeugkonzeption geeignet ist, nicht nur für den Transport von radioaktiven Abfällen, sondern vor allen Dingen für den Einsatz auf der Schachtalner Konrad unter Tage mit den speziellen Bedingungen, die die Steigung und natürlich auch die Temperatur, die Staubbelastung mit sich bringen für die Fahrzeuge. Diese Versuche sind erfolgreich absolviert worden und man trat in die zweite Stufe der Erprobung ein. Das war die Erprobung des Gesamtkonzeptes, das heißt der gesamte untertägige Ablauf, der geplant war, wurde hier in einem Erprobungsgelände in Peine durchgespielt. Dazu wurden in Peine verschiedene Vorkehrungen getroffen, Maßnahmen getroffen, wie zum Beispiel, dass das Füllert in seiner Abmessung nachgebildet wurde. Das kann man auf dem oberen Bild sehen. Neben dem Portalwagen sieht man einige Blechabtrennungen und im hinteren Bereich eine Rahmenkonstruktion. Das sind die Füllertabmessungen, die dazu notwendig waren, um wirklich mal einen Eindruck zu haben, wie sind die Platzverhältnisse in dem späteren Füllert beim Betrieb des Portalwagens. Und für die Einlagerungsversuche wurde eine Nachbildung einer Einlagerungskammer hergestellt. Das kann man an dem unteren Bild sehen. Im hinteren Bereich ist ein Tunnelabschnitt dargestellt. Der hat genau 7 m Breite und 6 m Höhe, also genau die Abmessung, die eine Einlagerungskammer hat. Und in diesem Abschnitt wurden dann die Stapelversuche durchgeführt mit dem Ergebnis, dass die Einlagerungsversuche erfolgreich beendet werden konnten. Es schloss sich dann noch eine dritte Stufe der Erprobung an und die erfolgte aus der Notwendigkeit, dass aus dem Planfeststellungsbeschluss heraus Änderungen an den Prototypen erforderlich waren, aber auch in den Ergebnissen der Erprobung selbst Maßnahmen abgeleitet wurden, Änderungen an den Prototypen herbeizuführen und auch diese wurden dann natürlich wieder erprobt. Schlussendlich kann man sagen, dass nach diesem 7-jährigen Test 2500 Betriebsstunden mit Transportwagen und Stapelfahrzeug absolviert wurden. Wir haben nicht, weil es 7 Zeitjahre waren, sondern weil wir die Lastspiele aufgenommen haben, die damals, die dabei absolviert wurden, 7 Jahre Einlagerungsbetrieb gefahren und zum Ergebnis lässt sich nur konstatieren, die Prototypen und damit auch die geplanten Komponenten des Einlagerungssystems sind geeignet für die Gebindehandhabung. Das Zusammenspiel dieser Komponenten funktioniert
Und die Planansätze für die Handhabungszeiten und für die Kammernutzung haben sich bestätigt. Ich habe einen kleinen Film dazu mitgebracht, der jetzt eingespielt werden kann. Hier sieht man den beladenen Transportwagen aus der Halle herausfahren. Hier fährt er in die andere Halle hinein, positioniert sich in dem Bereich der Entladekammer. Die ist mit Zäunen abgetrennt. Das ist das, was man hier als Gitter sieht. Die Ladungssicherung wird geöffnet und damit ist der Transportwagen bereit zum Entladen. Das Stapelfahrzeug fährt heran und nimmt den Container auf. Und nachdem der Transportwagen die Ausfahrt freigemacht hat, fährt das Stapelfahrzeug aus der Entladekammer in die Endlagerkammer hinein und setzt den Container auf einen bereits abgestellten Container ab. Im hinteren Bereich sieht man eingelagerte Rundgebinde und da kann man dann einen Eindruck davon gewinnen, wie hoch der Kammernutzungsgrad ist. Und das ist wesentlich auch für die Bemessung der Versatzmenge, aber dazu wird Frau Fiebig dann referieren. Hier sieht man den Transport bzw. die Einlagerung eines Rundgebindes. Das wird nicht wie die Container mit einem Seitenrahmenspreader angeschlagen, sondern mit Gabeln transportiert, mit denen das Rundgebinde dann im Stapel abgelegt wird. Vielen Dank. Jetzt möchte ich Ihnen etwas zum aktuellen Stand der Planung, Vorprüfung und Herstellung dieser beiden Fahrzeuge mitteilen. Ich fange bei dem Stapelfahrzeug an. Die Planung des Stapelfahrzeuges ist schon vor einiger Zeit abgeschlossen worden. Daran hat sich die Vorprüfung angeschlossen. Die ist auch abgeschlossen. Wir haben eine zugestimmte Vorprüfunterlage. Die Vorprüfung ist erforderlich im Vorfeld des Beginns der Herstellung und bezieht sich bei dem Stapelfahrzeug auf alle Planungsunterlagen, die erstellt wurden, um das Fahrzeug herzustellen. Wir sind aktuell in der Fertigung des ersten Fahrzeuges, des ersten von dreien. Und eine besondere Herausforderung sind die Bauprüfungen, die durchgeführt werden müssen, gemäß der Genehmigungslage beim Hersteller und bei den Unterauftragnehmern. Mit Beteiligung natürlich des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat diese Prüfung zu 100% durchzuführen. Das macht er auch. Mit Beteiligung der BGE, also unsere Kolleginnen und Kollegen sind dabei und auch der Sachverständige der Aufsichtsbehörde ist faktisch bei jeder Prüfung dabei und führt auch selbst einige Prüfungen durch. Ich habe das mal zusammengestellt, das bezieht sich auf den gesamten Fertigungsprozess, diese Bauprüfung. Es beginnt bei der Feststellung der Fertigungsvoraussetzung. Das heißt, es wird geprüft, ist der Hersteller zertifiziert, qualifiziert, hat er ausreichend qualifiziertes Personal, sind die Zertifizierungen aktuell. Wenn das gegeben ist, darf erst mit der Fertigung begonnen werden. Dann wird jeder Wareneingang geprüft, egal ob das Halbzeuge sind oder ob das Komponenten oder Bauteile sind. Der Zuschnitt der zu bearbeitenden Bleche wird geprüft, genauso wie die mechanische Bearbeitung dieser Bleche. Der Zusammenbau, das heißt das Schweißen, unterliegt einem sehr intensiven Prüfprozess und ebenso wird die Beschichtung und die Montage geprüft. Diese Prüfungen sind sehr detailliert durchzuführen. Wir haben einen Umfang von 6.000 Blatt Prüfanweisungen von Prüfplänen und in diesen Prüfplänen sind natürlich viele Prüfschritte enthalten und jeder einzelne Prüfschritt muss vom Hersteller, von uns und auch vom Sachverständigen der Behörde gestempelt werden. Hier habe ich mal einige Beispiele mitgebracht. Das ist das Beispiel für die Maßkontrolle. Es werden Wanddicken gemessen.
Unten rechts ist mal ein solcher Prüftisch dargestellt und unten links zum Beispiel die Kontrolle der eingebrachten Bohrung. Wir prüfen genauso die Rissfreiheit von Bauteilen nach der mechanischen Bearbeitung. In der Mitte ist ein Bauteil ohne Anzeigen dargestellt. Unten links haben wir ein Bauteil mit Anzeigen. Wenn solche Anzeigen sichtbar sind, dann muss geprüft werden, kann das Bauteil noch weiter benutzt werden oder nicht. Das ist aber Tagesgeschäft. Das, denke ich mal, kennt jeder, der sich mit Fertigungen beschäftigt. Unten rechts, das ist eine Doppelungsprüfung. Doppelungsprüfung heißt, das Blech wird in dicken Richtung auf Zug beansprucht. Und da sagt die Genehmigung ganz klar, jedes tragende Teil, was so beansprucht wird beim Stapelfahrzeug, ist auf Doppelung zu prüfen. Und hier in dem speziellen Fall sehen wir zwei Anzeigen, sowohl auf dem Messgerät als auch auf dem Blech sind diese Anzeigen dann markiert worden. Und das heißt, dieses Blech kann zur weiteren Verarbeitung nicht mehr genutzt werden, da es nicht in dicken Richtung beansprucht werden darf. Das sind Beispiele der Prüfung der Schweißnahtvorbereitung, begonnen von der Prüfung der Vorwärmtemperatur unten im linken Bereich. In der Mitte ist ein Schweißer dabei, zwei Bauteile zu heften. Auch das wird geprüft auf Spannungsfreiheit. Und im rechten Bereich sehen wir zwei Teile der Kabine, massive Stahlbauteile, die für die Montage eingerichtet sind. Und auch diese Einrichtung wird entsprechend geprüft hinsichtlich ihrer Eignung gemäß den entsprechenden Vorgaben der Spezifikation. Und zum Schluss die Prüfung der dann ausgeführten Schweißnähte. Hier sehen wir die Magnetpulverprüfung in zwei Beispielen. Das heißt, auch hier werden fast alle Schweißnähte, eigentlich werden alle Schweißnähte geprüft, aber der Prüfumfang an den Schweißnähten ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, in welcher Wertigkeit diese Schweißnähte ausgeführt werden, beziehungsweise sind sie tragend oder nicht tragend und in welcher Beanspruchung werden sie benötigt. Und hier habe ich Ihnen als letztes Bild das Stapelfahrzeug mitgebracht, so wie es vor einigen Tagen beim Hersteller zu sehen war. Das Stapelfahrzeug ist im sogenannten Schwarzaufbau erstmalig montiert worden. Das heißt, alle Teile, die für dieses Stapelfahrzeug hergestellt wurden, wurden erstmalig zusammengefügt. Das Stapelfahrzeug wurde mit technischer Ausstattung bestückt, wie Hydraulik, Elektrik, aber man sieht auch schon die Feuerlöschanlage, die mit aufgebaut ist. Und es werden erste Funktionstests gemacht und es werden natürlich, sollte es so sein, Störkanten identifiziert und auch Kollisionen beseitigt. Nach dem Schwarzaufbau wird das Fahrzeug dann demontiert und zur Beschichtung gebracht. Das war das, was ich Ihnen zum Stapelfahrzeug erzählen wollte. Jetzt komme ich zum anderen Fahrzeug des Einlagungssystems, dem Transportwagen. Bei dem Transportwagen ist der Stand der, dass wir die Planung abgeschlossen haben und die Vorprüfung eingeleitet haben. Das heißt, die Vorprüfunterlage ist zur Vorprüfung eingereicht und wir führen aktuell mit dem Auftragnehmer fertigungsvorbereitende Maßnahmen durch. Der Transportwagen ist hier dargestellt als ein batterieelektrisch betriebener Transportwagen. Das ist auch unser derzeitiger Planungsstand. Man sieht in dem aktuellen 3D-Bild diese grün dargestellten Batterien. Es gibt zwei im hinteren Bereich, die sehr gut zu sehen sind. Zwei gibt es im vorderen Bereich, die sind etwas verdeckt, sind nicht ganz so deutlich zu sehen. Und diese Batterien übertragen ihre Energie entsprechend über Leitungssysteme an die Einzelantriebe in den Rädern, die dann entsprechend fest mit dem Rahmen verbunden sind und so wieder das Prinzip der Starrachse herstellen. Ansonsten ist das Prinzip oder das Konzept des Fahrzeuges gleich geblieben. Es ist weiterhin ein kniegelenktes Fahrzeug und natürlich auch die Ladungssicherung. Die Ladungssicherungseinrichtungen sind erhalten geblieben, wie sie die Genehmigung vorschreibt.
damit sichergestellt ist, dass auch die Ladung, in dem Fall ist es ein Container, unter allen Bedingungen auf dem Fahrzeug verbleiben. Ein besonderes Thema bei der Planung dieses Transportwagens war der Brandschutz. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass die Brandlasten begrenzt sind über die Genehmigung für diese Fahrzeuge. Das müssen wir einhalten und wir müssen das natürlich auch einhalten, wenn wir ein anderes Antriebskonzept wählen. Und so, da es dazu keine Daten gab, sind wir dazu übergegangen, die Batterie zu testen, um deren Brandverhalten zu eruieren, beziehungsweise um deren Wärmefreisetzungsrate herauszubekommen. Und dazu haben wir die Batterien unterschiedlichen Brandtests unterzogen, sowohl auf Zellebene als auch auf Modulebene. Und dann zum Schluss, so wie hier dargestellt, haben wir eine Originalbatterie einem Brandtest unterzogen. Der Testaufbau ist in dem rechten Bereich schematisch dargestellt. Man sieht, die Batterie steht auf einer Abbrandwaage und ist mit entsprechender Messtechnik bestückt. Und in dem ganz linken Bild ist die Batterie in ihrem Originalzustand zu sehen, noch bestückt mit passiven und aktiven Sicherungseinrichtungen. Das heißt, das Batteriemanagementsystem ist noch vorhanden und auch bestimmte Isolierungsmöglichkeiten sind noch vorhanden. Die wurden dann für den Test entfernt, damit man wirklich die Wärmefreisetzungsrate dieser Batterie messen kann in ihrer gesamten Freisetzung. Und das ist uns gelungen, das ist das Bild in der Mitte, das ist eine vollkommen thermisch umgesetzte Batterie und das ist in dem Falle für uns ein erfolgreicher Test gewesen. Das ist das, was ich Ihnen zum Transportwagen berichten wollte und damit bin ich auch am Ende meines Vortrages. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt für Fragen natürlich zur Verfügung. Ja, vielen Dank erstmal, Herr Kuschkowitz. Erstmal Frage in die Runde, ob es hier vielleicht Fragen gibt, vom Verständnis her, von dem, was Herr Kuschkowitz jetzt gerade erklärt hat, oder auch weiterführende Fragen. Genauso natürlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bei Zoom. Es wäre jetzt die Gelegenheit, dass Sie jetzt Ihre Fragen stellen. Da haben wir ja 16 Teilnehmerinnen und auch bei YouTube, da sind wir 23. Stellen Sie gerne Ihre Fragen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Sie können natürlich das Ganze auch noch sacken lassen und im Anschluss stellen. Chat, Handheben bei Zoom, wäre alles möglich. Herr Kuschkowitz, ich bin ganz schön beeindruckt von dem, was Sie jetzt gesagt haben. Weil wenn ich das einmal nochmal reflektiere für mich, haben wir im Grunde genommen ja für das Endlager Konrad mal einen Antragsteller gehabt, der hat sich überlegt, das sind Fahrzeuge, die wir brauchen, so soll das funktionieren. Dann waren wir quasi im Planfeststellungsverfahren, da wurden Prototypen gebaut und eigentlich wurde das Ganze schon einmal nachgebaut. Dann haben wir die Genehmigung dafür bekommen. Dann sind sie in die konkrete Planung eingestiegen. Jetzt gibt es aber nochmal eine Vorprüfung. Und dann sind sie im Bau, wo sie nochmal weiter prüfen. Habe ich das erstmal richtig verstanden oder habe ich es irgendwie durcheinander gebracht? Oder? Genau so ist es. Okay. So ist der Ablauf bisher gewesen. Und dieser Ablauf, Planung, Vorprüfung, Bauprüfung oder herstellerbegleitende Prüfung, diesen Ablauf schreibt die Genehmigung explizit vor. Es gibt ein sehr umfangreiches Regelwerk für die Herstellung gerade der Fahrzeuge, insbesondere des Stapelfahrzeuges. Und das wird von uns entsprechend eingehalten. Und das führt dazu, dass beispielsweise 135 Ordner Papier erzeugt worden sind für die Vorprüfung. Und dass wir eine entsprechend genehmigte Vorprüfunterlage haben, die Grundlage ist für die Herstellung. Und Bestandteil dieser 135 Ordner, ich sagte es schon, sind zum Beispiel 6000 Blatt Bauprüfpläne, die im Einzelnen abgearbeitet werden müssen.
Und ja, Sie haben recht, im Vorfeld wurden diese Fahrzeuge nicht nur konzeptionell entwickelt, sondern auch erprobt, begleitend zur Planfeststellung. Aber das ist damals eine Empfehlung der Genehmigungsbehörde gewesen, um die Betriebsbewährtheit der Fahrzeuge feststellen zu können, um überhaupt den Nachweis zu führen, dass diese Fahrzeugkonzeption nicht nur für den Bergbau geeignet ist, sondern genau für die Aufgabe, die sie vorgesehen ist, sondern nämlich für den Transport und für die Einlagerung von radioaktiven Abfällen im Endlager Konrad. Und diese Fahrzeuge, die ich jetzt zum Schluss vorgestellt habe, den Transportwagen und auch das Stapelfahrzeug, sind komplett neu konstruierte Fahrzeuge. Also ich sagte es ja, da ist wirklich nur das Fahrzeugkonzept übernommen worden aufgrund der Änderungen der Abgasgesetzgebung beispielsweise, aber auch der Verfügbarkeit von Materialien, der Weiterentwicklung von Steuerungstechnik ist im Grunde genommen, ist nichts mehr, wie es in den 90er Jahren entwickelt wurde. Und also wirklich ein langer, sehr detailreicher Prozess, muss man ja sagen, mit sehr viel Sachverstand, sowohl auf der Planungsseite als dann auch offensichtlich nochmal auf der Genehmigungs-, auf der Prüfungsseite, das muss man ja sagen, um das alles zu durchdringen, die ganzen Unterlagen, die Baupläne und Ähnliches, um dann am Ende des Tages die Sicherheit auch herzustellen, die wir dann brauchen. Können wir die dann einsetzen, die Fahrzeuge, wenn sie fertig sind? Können wir loslegen dann mit dem Transport von Einlagerungsgebinden, die nach unter Tage gebracht haben, oder wie sieht das aus? Theoretisch, ja, nein, theoretisch nicht, weil es gibt auch da über die Genehmigung einen ganz klaren Ablauf, der einzuhalten ist. Wir haben, wenn die Fahrzeuge unter Tage sind, den ersten Schritt geschafft. Das ist die sogenannte Inbetriebnahmephase A. Das heißt, die Fahrzeuge werden für sich abgenommen auf Basis der Genehmigung, auf Basis der Vorprüfunterlagen. Und dann erfolgt der nächste Schritt der Inbetriebnahme, nämlich das, was wir in den 90er Jahren als Erprobung schon mal gemacht haben, wieder unter Tage, das Zusammenspiel der Komponenten. Das muss nachgewiesen werden. Das wäre der nächste Schritt. Und zwar unter, genauso wie das auch in den 90er Jahren gemacht wurde, über Tage unter Nutzung von inaktiven Gebinden. Das heißt, das, was man im Film gesehen hat oder auch in den Fotos, das sind ja Original-Konrad-Container, Original-Konrad-verlorene Betonabschirmung gewesen, die wir mit 20 Tonnen gefüllt haben, also die Container bis 20 Tonnen. Und die Behälter, die Betonbehälter, die Rundgebinde, die waren leer, aber wir hatten auch andere Behälter bis zu 12 Tonnen Gewicht, mit denen die Tests durchgeführt wurden. Und genau das wird dann auch in der nächsten Phase der Inbetriebnahme, wenn dann die Fahrzeuge unter Tage sind und fertig sind, gemacht. Und erst dann wäre der Schritt für die Inbetriebnahmephase C und erst dann wäre der Punkt, dass zum ersten Mal ein radioaktives Gebinde in das Endlager transportiert wird und noch unter Tage transportiert wird. Okay, vielen Dank. Ich sehe gerade, bei Zoom haben wir eine Wortmeldung von Herrn Gemert, den würden wir jetzt gerne dazu schalten. Ja. Da ist er schon, sehr schön. Hallo, ja. Herr Gemert. Ja, schönen guten Abend. Ich bin Ratsherr in Salzgitter und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Ich habe eine Frage zu den Wagen, Transportwagen. Erstens, sind die mal ferngesteuert geplant oder sind da Beschäftigte, die letztendlich die Fahrten durchführen? Und die zweite Frage ist, bei dem Gabelstapler, ist der auch elektrisch betrieben oder weil wir da nicht gesehen haben, dass da irgendwelche Batteriekammern oder Zellen vorhanden sind? Ja, Herr Gemert, vielen Dank Fragen. Für Ihre Frage. Herr Kuschkewitz, die können Sie beide. Ja, vielen Dank. Also ich würde mit der zweiten Frage beginnen. Grundsätzlich sind alle Fahrzeuge, die für das Endlager Konrad vorgesehen sind, im Einlagerungsbereich dieselbetrieben. Der Transportwagen ist da das einzige Fahrzeug, was elektrisch betrieben jetzt ausgeführt wird. Das hat den Grund erstmal grundsätzlich in der Genehmigung. Die Genehmigung hat uns auferlegt, den Transportwagen mit einem Elektroantrieb auszustatten. Über die Planungsphase sind wir jetzt auf die Ausstattung mit einem batterieelektrischen Antrieb gekommen. Und einen vergleichbaren Antrieb können wir
derzeit für die anderen Fahrzeuge nicht umsetzen, weil dieser Antrieb, so wie er jetzt für den Transportwagen konzipiert ist, ist ausschließlich auf diesen Einsatz konzipiert. Der ist nicht übertragbar auf andere Fahrzeuge. Wir haben bei dem Stapelfahrzeug das Thema, wir haben ein Fahrzeug mit 50 Tonnen Eigengewicht, 20 Tonnen Nutzlast. Das heißt, wir müssen 70 Tonnen transportieren und dürfen während einer Einlagerungsschicht nicht tanken und in dem Falle im übertragenen Sinne dann auch die Batterien nicht laden. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass ein solches Fahrzeug über die gesamte Einlagerungsschicht mit seiner Batteriekapazität seine Aufgaben erledigen kann. Und das ist bei den Einsatzbedingungen des Stapelfahrzeuges unter den derzeitigen Randbedingungen der Batterieentwicklung nicht möglich. Beim Transportwagen haben wir es geschafft, diese Anforderungen zu erfüllen, auch mit Unterstützung natürlich des Herstellers. Aber das ist auch geschuldet den anderen Einsatzbedingungen des Transportwagens. Das Stapelfahrzeug fährt eigentlich nur im horizontalen Bereich und der Transportwagen fährt sowohl in Steigung als auch in Gefällen. Und der Antrieb ist so konzipiert, dass er in Gefällestrecken sich rekuperiert, also die Batterien wieder auflädt, indem die Bremsenergie nicht in Wärme umgewandelt wird, sondern in elektrischen Strom. Und das ist der große Vorteil bei dem konkreten Einsatz Transportwagen. Das geht bei den anderen Fahrzeugen leider nicht. Und zu Ihrer ersten Frage. Es ist nicht vorgesehen, derzeit die Fahrzeuge fernbedient auszuführen. Alle diese Fahrzeuge haben abgeschirmte Kabinen, die gewährleisten, dass die Strahlenexposition der Belegschaft weit unterhalb des Grenzwertes bleibt und die, ja, Punkt. Herr Giebert, beantwortet das Ihre Frage oder haben Sie Anschlussfragen? Erstmal Dankeschön. Gut. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte. Wir haben hier ein Mikrofon, genau, damit Sie auch dann im Zoom-Call gut verstanden werden online. Ja, Bertram Scholz aus Salzgitter, interessierter Bürger an diesem ganzen Thema. Diese Zeiträume, die Sie hier schildern, die sind für mich unbegreiflich. Wann haben Sie dieses Gerät erprobt? 96 oder noch früher? Jetzt haben wir 2022 oder habe ich die Daten nicht richtig gelesen? Doch, Sie haben sie richtig gelesen. Wieso dauert das alles so lange? Das ist ja Wahnsinn. Sind diese Abläufe dermaßen komplex, dass das... Ich meine, die Technik ist doch schon wieder veraltet nach 20 Jahren. Es gibt doch schon Neuerungen, auch wenn ich die Batterietechnik sehe. Ich hatte ja Bleibatterien, die Sie einsetzen. Vielleicht ist es besser, das weiß ich nicht, aber... Das war meine Frage, danke. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass diese Fahrzeuge jetzt komplett neu konzeptioniert sind. Und neu konzeptioniert heißt in den letzten Jahren, vollkommen neu konzeptioniert oder neu konstruiert. Vom Konzept her, Sie haben recht, ist das bewährte Technik, nämlich, ich hatte es angesprochen, im Untertagebergbau bewährte Technik von Bergbaugroßfahrzeugen. Und wenn Sie sich erinnern, hatten wir eine andere Situation in den 90er Jahren. Das Planfeststellungsverfahren wurde vorangetrieben, wurde geführt und am Ende des Planfeststellungs oder zum Ende des Planfeststellungsverfahrens Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre hatten wir eine politische Rahmenbedingung, die es uns nicht erlaubte, das Projekt Konrad weiter voranzutreiben. Das heißt, schlussendlich auf Deutsch gesagt, die Planungen haben geruht von 1997, 98 bis 2008, nachdem das Projekt neu gestartet worden ist und schlussendlich der Planfeststellungsbeschluss einschließlich seiner höchstrichterlichen Entscheidung erlassen worden ist. Das ist der Hintergrund. Also das sind nicht die gleichen Fahrzeuge wie in den 90er Jahren, aber in den 90er Jahren hat man viel dafür getan, dass man heute sicher ist, dass das vom Konzept her funktioniert. Frage soweit beantwortet? Wir können nachlegen, das ist auch in Ordnung. Dafür sind wir hier, ist eine Diskussionsveranstaltung durchaus. Okay.
Gut, dann erstmal vielen Dank. Ich schaue gerade nochmal im Chat und bei Zoom gibt es anscheinend keine weiteren Fragen. Hier erstmal auch nicht. Von daher würden wir dann durchaus inhaltlich weitermachen mit Frau Fiebig. Bitte. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich, Ihnen im weiteren Verlauf die Fahrzeuge des Versatzsystems vorzustellen. Zu den Fahrzeugen des Versatzsystems gehören das Spritzmanipulatorfahrzeug und das Versatztransportfahrzeug. Beide Fahrzeuge sind im Qualitätssicherungsbereich 3.1 eingestuft. Das heißt, bei diesen Fahrzeugen gibt es Vorgaben zur Begrenzung der Strahlenexposition und der Kontamination mit freigesetzten radioaktiven Stoffen sowie Vorsorgemaßnahmen gegen die Beschädigung der Abfallbehälter. Die Fahrzeuge des Versatzsystems funktionieren natürlich im Verbund. Das heißt, sie werden von der Versatzaufbereitungsanlage mit den entsprechenden Baustoffen versorgt. Diese Versatzaufbereitungsanlage hat einen überirdischen Teil, das ist die sogenannte Baustoffförderanlage. Hier werden über Tage im LKW entsprechend Trockenbaustoff und Zement angeliefert und in überirdischen Silos zwischengelagert. Von dort aus geht es in Rohrleitung an die untertägigen Lagerorte, zunächst in die Zwischenstation, genauer gesagt in den Zement- und den Trockenbaustoffbunker. Weiter geht es von dort aus in die entsprechenden Bunker der Dosier- und Mischanlage. Parallel findet die Haufwerkaufbereitung statt. Haufwerk, was ist das? Haufwerk sind die gebrochenen Gesteinsbrocken aus dem Bergwerk Konrad, die hier weiterverwendet werden. Und zwar aufbereitet in der zunächst Haufwerk. Frotzerkleinerung, wo wir dann entsprechend bei einer Korngröße von 0 bis 40 mm ankommen. Und hier diese dann wiederum in einem Bunker, dem sogenannten Seigerbunker. Dieser ist vertikal ausgerichtet, das heißt, es ist so ähnlich wie ein unterirdisches Silo zwischengelagert werden und von dort aus zum einen dem Schleuderversatzfahrzeug bereitgestellt werden, aber auch weiterverarbeitet werden in der Haufwerk-Nachzerkleinerung, wo wir schließlich eine Korngröße von 0 bis 5 mm erreichen. Dieses aufbereitete Haufwerk wird auch in der Dosier- und Mischanlage zwischengelagert. Die verfügbaren Baustoffe werden unter der Zuhilfenahme von Wasser und weiteren Betonzusatzstoffen entsprechend gemischt und halt auch dosiert, denn hier gibt es klar einzuhaltende Rezepturen. Bereitgestellt werden dann Frischbeton. Was ist Frischbeton? Frischbeton ist eine Mischung aus Trockenbaustoff und Wasser zur Erstellung von Versatzwänden unter der Zuhilfenahme von einem Erstarrungsbeschleuniger. Und der zweite Baustoff, den wir hier bereitstellen, ist der sogenannte Dickstoff. Dickstoff hat, so kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen, eine tomatensuppenähnliche Konsistenz und besteht aus Zement, Wasser, dem Haufwerk und einem entsprechenden Abbindeverzögerer. Dieser Dickstoff wird eingesetzt, um den verbleibenden Hohlraum nach der Einlagerung der Gebinde in den Kammern entsprechend zu verfüllen. Alle hier angezeigten Stoffe werden entsprechend an das Versatztransportfahrzeug bzw. Spritzmanipulatorfahrzeug übergeben. Zum Versatztransportfahrzeug. Das Versatztransportfahrzeug ist vergleichbar mit einem konventionellen Fahrmischer, den wir über Tage aus dem Alltag kennen, und verfügt hier im Besonderen über ein Knickgelenk und einen Allradantrieb. Dieser Allradantrieb, genauer gesagt ein hydrodynamischer Antrieb, basiert auf einem Dieselmotor, der das Fahrzeug über ein Lastschaltgetriebe mit einem Retarder antreibt. Der Retarder sorgt dafür, dass wir auch unter Tage Verschleiß verbremsen können. Auch dieses Fahrzeug ist wieder mit zwei gegen Strahlung abgeschirmten Kabinen ausgestattet und verfügt hier im Besonderen über eine Mischeinheit, die ein Fassungsvolumen von 7 Kubikmetern hat. Über die Betonschore gibt das Fahrzeug seinen Baustoff, entweder Frischbeton oder Dickstoff, entsprechend an das Spritzmanipulatorfahrzeug ab. Ein Waschwassertank an Bord erlaubt
vor Ort Reinigung, die Reinigung der Mischertrommel, aber auch, sage ich mal, die Anpassung des Konsistenzes des transportierten Baustoffs. Über eine Kamera ist es auch möglich, in der Oberflugkabine den Befüllvorgang zu beobachten, sodass das Bedienpersonal bestmöglich vor Strahlung geschützt wird. Ein Kollisionsschutzscanner erlaubt uns quasi mit einer Art Parkassistenz möglichst und unter besten Voraussetzungen natürlich möglichst sicher die Fahrt in der Einlagerungskammer zu gestalten, insbesondere bei der Annäherung an das Spritzmanipulatorfahrzeug. Das Fahrzeug hat ein Eigengewicht von 30 Tonnen und eine Nutzlast von zusätzlichen 20 Tonnen. Die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 12,5 km/h. Beladen sind es dann 6,5 km/h. Zusätzlich verfügt das Fahrzeug über Feuerlöscheinrichtungen, teilweise Handfeuerlöscher, aber auch ein spezielles Feuerlöschsystem, die sogenannte HRD-Anlage, High Rate Discharge, die dazu dient, Brände im Getriebe- und Motorraum frühzeitig zu detektieren und entsprechend automatisiert einen Löschvorgang auszulösen. Zum Spritzmanipulatorfahrzeug. Das Spritzmanipulatorfahrzeug ist ebenfalls ein allradgetriebenes Knickgelenkfahrzeug, so wie wir das von den anderen Fahrzeugen bereits kennen, und hat einen hydrostatischen Antrieb. Das heißt, ein Dieselmotor treibt ein Hydrauliksystem an, was wiederum mit Radnabenantrieben verbunden ist. Die Besonderheit hier ist, das sieht man hier, dass wir hier Bandageräder haben, also wir haben hier keine Luftbereifung. Diese Bereifung wurde gewählt, um entsprechend die Brandlast des Fahrzeugs möglichst gering zu halten. Auch zum Schutz des Bedienpersonals haben wir wieder gegen Strahlung abgeschirmte Kabinen. Die Besonderheit hier ist, dass die gebindeseitige Kabine zudem in der Höhe verfahrbar ist, und zwar um 1,6 Meter, um bei der Errichtung von Versatzwänden dem Personal eine bestmögliche Übersicht zu bieten. Das Fahrzeug verfügt über einen Vorlagebehälter mit Betonpumpe. Über diesen Vorlagebehälter nimmt das Fahrzeug den Baustoff vom Versatztransportfahrzeug auf und mit der Betonpumpe wird der im Fahrzeug weiter gefördert bis zum Spritzmanipulatorarm. Dort werden in der Spritzdüse, die ist hier blau dargestellt, links im Bild, der Frischbeton zusammen mit dem an Bord befindlichen Erstarrungsbeschleuniger gemischt und unter der Zuhilfenahme von Druckluft als Versatzwand oder beziehungsweise dann im Nassspritzverfahren zur Errichtung der Versatzwand aufgebracht. Wir haben den BE-Mitteltank, der mit an Bord ist, sowie den Kompressor. Man sieht hier, dass das Fahrzeug sich vor allem durch seine modulare Aufbauweise auszeichnet. Verschiedene Wassertanks sorgen dafür, dass wir auch prozessbegleitende Reinigungen durchführen können und entsprechend den Ort der Erstellung der Versatzwand so aufbereiten können, dass wir eine optimale Anhaftung des Spritzbetons garantieren können. Das Fahrzeug verfügt ebenfalls über verschiedene Kameras, um halt aus den anderen Kabinen jeweils zum Beispiel den Vorlagebehälter beobachten zu können, aber auch während des Spritzvorgangs, was ja nicht unbedingt, sage ich mal, ein besonders sauberer Prozess ist, entsprechend auch hier noch eine bessere Übersichtlichkeit zu haben. Wie funktioniert der Aufbau einer Versatzwand? Ist in einer Einlagerungskammer ein Gewindeabschnitt von ca. 50 Metern eingeladen, sind wir dabei, dass wir eine Versatzwand errichten müssen. Das ist so im PFB vorgeschrieben. Diese Errichtung beginnt zunächst mit den zugehörigen Vorarbeiten. Das heißt, wir reinigen das umliegende Gebirge und die Gebindefront mit Druckluft und benetzen, wie schon ausgeführt, entsprechend das Gebirge mit dem Spritzmanipulatorarm und Wasser, sodass wir hier die optimale Anhaftung garantieren können. In der Phase 1 wird lagenweise über den Spritzmanipulatorarm eine Versatzwand bis zur Gebindeoberkante erstellt. Das ist ein automatisierter Vorgang. Hier gibt es ein festes Spritzschema, was wir einhalten möchten. Dadurch können wir auch eine gewisse Automatisierung und natürlich möglichst sehr gute Qualitätsstandards bei der Versatzwand garantieren.
Im weiteren Verlauf wird eine Hilfswand erstellt. Diese ist notwendig, da wir jetzt im Bereich von der Gebindeoberkante bis zur Fürste, das heißt bis zur Decke der Einlagerungskammer, keine Hilfswand haben, die uns Halt bietet, um die Versatzwand zu errichten. Und in der letzten Phase wird schließlich der letzte konstruktive Teil der Versatzwand errichtet. Die Versatzwand hat einen Querschnitt von ca. 42 Quadratmetern. Wir sind dabei, dass wir davon ausgehen, dass wir 60 Kubikmeter Spritzbeton benötigen, um eine Versatzwand zu errichten. Man sieht es hier, dass wir natürlich dann auch davon abhängig sind, dass die Hilfswand entsprechend ausgeführt ist und diese, sage ich mal, Zusatzwand, die hier erstellt werden muss, benötigt halt sehr viel Beton, sodass wir hier auf in Summe dann 60 Kubikmeter kommen. Ist die Versatzwand errichtet, können wir mit der Verfüllung des verbliebenen Hohlraums in dem Abschnitt entsprechend beginnen. Das heißt, zunächst wird eine Befülleinrichtung errichtet, die es erlaubt, die Befüll- und Entlüftungsleitungen, die in der Decke der Einlagerungskammern installiert wurden, mit dem Spritzmanipulatorfahrzeug zu verbinden. Das heißt, das Spritzmanipulatorfahrzeug fährt in die Einlagerungskammer, wird am Netzanschlusspunkt an die untertägige elektrische Versorgung angeschlossen und fährt weiter zur Pumperposition. Dies geschieht entsprechend unter Dieselbetrieb. Der eigentliche Pumpvorgang und alle verfahrenstechnischen Vorgänge des Fahrzeugs werden dann entsprechend elektrisch angetrieben. Dort wird das Fahrzeug entsprechend über die Förderleitung mit der Befülleinrichtung verbunden. Nun erfolgt die Versorgung mit Dickstoff. Dazu wird das Versatztransportfahrzeug im Bereich der Dosier- und Mischanlage mit Dickstoff beladen und fährt in die Einlagerungskammer. Bis zum Punkt, wo das Spritzmanipulatorfahrzeug wartet, um dort entsprechend Dickstoff zur Verfüllung der des Kammerabschnitts zu erhalten. Da natürlich 7 Kubikmeter nicht ausreichen, um einen kompletten Abschnitt zu verfüllen, sind hier mehrere Versorgungsvorgänge notwendig, sodass wir hier eine kontinuierliche Versorgung sicherstellen, indem sich mehrere Fahrzeuge abwechseln. In Summe erwarten wir, dass wir ungefähr 900 Kubikmeter Dickstoff benötigen, um einen 50 Meter Abschnitt entsprechend verfüllen zu können. Ein Sonderfall der Verfüllung mit Dickstoff stellt die Errichtung des Kammerabschlusses dar. Das heißt, die Einlagerung in einer Kammer ist mehr oder weniger abgeschlossen. Die letzte Versatzwand ist erstellt. Wir erstellen eine zusätzliche Versatzwand, die ist hier rechts zu sehen im Bereich der Kammerzufahrt, und verfüllen diesen Abschnitt zwischen Einlagerungskammer und Kammerzufahrt sowie die Entladekammer von oberhalb aus der Abweiter-Sammelstrecke heraus. Und zwar verstürzt das Versatztransportfahrzeug über die Betonschuhe und über das Wetterbohrloch entsprechend den Dickstoff in diesen unterliegenden Bereich und verfüllt so diesen Bereich bis auf Höhe der unteren Meter des Wetterbohrlochs. Dann ist der Versatzabschnitt entsprechend so gesehen erfolgt und wir können dann regulär mit dem Versatz der Infrastrukturstrecken beginnen, sobald alle Einlagerungsvorgänge dann abgeschlossen sind. Das wäre es soweit zu den Vorgängen des Versatzsystems bzw. der zugehörigen Fahrzeuge. Im Weiteren möchte ich Ihnen noch einen kleinen Ausblick geben, und zwar, wo stehen wir? Die Frage kam ja jetzt schon so nach dem Motto, ja, halten wir unsere Ziele und so weiter. Hier ein kurzer Ausblick dazu. Beim Plateauwagen sind wir bereits mit der Fertigung fertig. Das heißt, alle Plateauwagen, die im zukünftigen Endlager im Einsatz sein werden, sind gefertigt und entsprechend abgenommen worden. Beim Stapelfahrzeug erwarten wir den Abschluss der Fertigung bis Mitte 25, sodass wir hier auch rechtzeitig in den Einsatz gehen können. Bei den Fahrzeugen Transportwagen, Portalhubwagen,
Spritzmanipulatorfahrzeug und Versatztransportfahrzeug laufen bereits die fertigungsvorbereitenden Maßnahmen, sodass wir hier auch so weit sind, dass wir sagen, okay, wir stehen hier kurz davor, mit der Fertigung zu beginnen. Damit wäre ich am Ende meiner Ausführungen angekommen und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Frau Fiebig. Genau, jetzt ist wieder Zeit für Ihre Fragen. Nutzen Sie den Chat, das wird gerade auch schon gemacht. Gerne auch wieder per Zoom. Schalten Sie sich ein, diskutieren Sie mit uns. Ich weiß nicht, gibt es hier in der Runde Fragen? Hier gibt es auch Fragen. Ich würde erstmal gerne mit einer Frage anfangen, die jetzt schon ein bisschen früher bei YouTube reingekommen ist von DK. Und zwar wird dort die Frage gestellt, sind die Fahrzeuge gegen Strahlung geschützt, weil die Behälter nicht vollkommen dicht sind? Also auch hier im Publikum wird sich die Frage gestellt, warum brauchen wir denn eigentlich überhaupt Strahlenschutzfenster oder weiteren Strahlenschutz, sage ich mal. Ja, ich hatte das ja versucht kurz auszuführen. Das Fahrzeug hat ja zwei Kabinen und diese beiden Kabinen sind zum Schutz des Betriebspersonals entsprechend gegen Strahlung geschützt. Zudem gibt es natürlich auch EMV-Verträglichkeitsuntersuchungen und Standards, die das Fahrzeug erfüllt, sodass wir auch hinsichtlich der elektrischen bzw. elektronischen Steuerung eine entsprechende Sicherheit gewährleisten können. Bertram schüttelt den Kopf. Ja, bitte. Also. Entschuldigung, da muss ich mal nachhaken. Ja. Also die Frage war ja, ich dachte auch, die Behälter sind so konstruiert, dass im Grunde genommen keine Strahlung entweichen kann. Ist das falsch? So, und jetzt haben Sie ja noch Maßnahmen an den Fahrzeugen gegen Strahlung. Ja, ich und wenn die Behälter eigentlich keine Strahlung abgeben, dann weiß ich nicht, wozu die Maßnahmen an den Fahrzeugen sind oder was ist da jetzt falsch, richtig? Und EMV ist interessant, aber ist eigentlich ein anderes Thema. Ja, das ist richtig. Ganz sinnvolle Frage, also durchaus nachvollziehbar und Herr Duwe möchte gerne nochmal antworten. Also in den Behältern sind radioaktive Abfälle eingelagert. Die Abfallcontainer, also das, was wir an Gebinde haben, ist dicht. Die Strahlung ist was, wenn Sie zum Beispiel Gammastrahlen nehmen, die gehen durch Stahlwände durch. Das ist, lässt sich auch gar nicht wirklich restlos bis auf Null reduzieren. Die Strahlenschutzkabinen, das ist ja der Fokus Ihrer Frage und auch, glaube ich, die Frage aus dem Chat, die sind wirklich zum Schutz des Personals. Wir müssen ja auch Nachweise führen in der Umladehalle, dass die Strahlenexposition am Zaun nur kleiner, ich weiß gar nicht, wie groß die sein darf, ich weiß es wirklich nicht, aber sehr, 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 sehr gering ist. Und diese Nachweise werden geführt. Also die geht niemals auf gleich Null. Das ist aber nicht gleichbedeutend, dass die Gebinde defekt sind oder wir von vornherein emittieren, indem wir kontaminieren. Das haben wir nicht. Ganz im Gegenteil, wenn ich das noch ergänzen darf, bevor ihr wieder zurückkommt, wir müssen nachweisen, dass die Gebinde, die wir einlagern, in der Umladehalle kontaminationsfrei, also sprich, von außen sauber sind, dass wir keine Defekte haben. Das müssen wir nachweisen. Ups. Genau, also im Grunde genommen müssen wir dafür sorgen, dass wir Strahlung nicht verschleppen. Das ist dieser Begriff der Kontamination, dass irgendwo was anhaftet, an radioaktivem Staub zum Beispiel oder besser theoretisch wäre auch möglich. Da muss man sicher gehen. Und das, was Herr Duwe gerade erläutert hat, um es noch einmal zusammenzufassen, dieses Thema Abschirmung von Strahlung der Behälter kriegt man einfach nicht zu 100% hin. Das ist sehr gut, sozusagen, in dem Maß, wie es sein muss. Dafür gibt es ja auch die Strahlenschutzverordnung zum Beispiel, gesetzliche Regelungen, die genau festlegen, wie das passieren darf. Es gibt Menschen, die dort arbeiten, wo wir einmal als Arbeitgeber sagen, wir können das guten Gewissens tun. Und es gibt auch die Menschen, die das ja auch freiwillig tun, wenn sie sich damit auseinandergesetzt haben und sagen, ich fühle mich auch sicher in diesem Bereich. Das ist ein Punkt von Radioaktivität, an dem wir nicht vorbeikommen, wenn man so will. Das muss man ganz ehrlich sagen. Herr Bertram, rührt es Ihnen noch? Entschuldigung, Bertram Scholz. Das heißt also, gibt es Menschen, die dort arbeiten, und auch in die Nähe dieser Container kommen, also praktisch ohne Kabine, oder gibt es das gar nicht?
Weil ich hatte auch ein Bild gesehen, da stand ein Arbeiter oder ein Mitarbeiter auf einer Art Plattform oder was weiß ich. Der war ja nicht geschützt in dem Moment, ne? Also gibt es auch Menschen, die sozusagen dort unten arbeiten, ohne in einer Kabine voll geschützt zu sein. Ja, also das Bild, was wir gesehen haben, das war einmal ja beim Versatztransportfahrzeug. Das stellt lediglich eine Plattform dar. Die wird aber jetzt nicht benutzt, wenn das Fahrzeug sich in unmittelbarer Gebindenähe befindet. Also da sind die Betriebsvorgänge schon so geregelt und zudem sind die Betriebsvorgänge auch so genau geregelt, dass wir sagen können, wie lange befindet sich welcher Mitarbeiter an welchem Punkt im Endlager, wie nah ist er am Gebinde. Und da gibt es schon eine Vorbetrachtung, die zum Beispiel ausschließt, dass er denn übermäßig einer Strahlungsbelastung ausgesetzt wird. Ergänzen darf. Es gibt ja auch beispielsweise eine Werkstatt im Kontrollbereich. Da müssen wir Fahrzeuge auch warten können und da können wir die Mitarbeiter auch nicht in eine Kabine stellen. Wie sollten sie dann irgendwie am Fahrzeug arbeiten? Aber dafür gibt es auch wieder das Thema Strahlenschutzverordnung, die Gesetzgebung, ein Dosimeter, was vom Betrieb her ausgegeben wird, ein amtliches Dosimeter, was nochmal unabhängig überprüft wird. Die Kontaminationskontrolle, regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen, vieles, vieles mehr, um einfach sicherzustellen, dass man den Mitarbeitern quasi nicht schadet. Das ist der Punkt. Genau. Die Frage bei Zoom, bei YouTube, gibt es da weitere Fragen zum Thema Fahrzeuge, Versatz, Fahrzeuge, Ähnliches? Hier sieht es aktuell noch nicht so aus. Ich habe noch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wir haben jetzt ja bei Herrn Kuschkowitz gelernt, dass wir da einen Prototypenbau hatten und Ähnliches. Davon haben Sie jetzt ja gar nicht berichtet. Gibt es das bei Ihnen gar nicht? Oder? Ja, das gab es im Vorfeld auch in den 90er Jahren. Auch hier wurden entsprechende Prototypen erstellt, die dann ja auch, sage ich mal, mit ihren Rahmenbedingungen als Grundlage auch für den PFB gedient haben oder noch dienen. Diese, sage ich mal, Prototypen wurden natürlich jetzt auch wieder, genauso wie bei Herrn Kuschkowitz, an die aktuellen Normen angepasst, auch unter den Rahmenbedingungen des PFB, wo wir ja auch wieder gezwungen sind, mehr oder weniger Gewichte einzuhalten, Brandlasten einzuhalten, sicherzustellen, dass bestimmte Fahrgeschwindigkeiten nicht überschritten werden und somit halt ein möglichst hohes sicherheitstechnisches Niveau zu garantieren. Danke. Und eine andere Frage, über die ich gerade noch nachgedacht habe. Sie haben jetzt ja gerade gesagt, 60 Kubikmeter Spritzbeton, wenn ich das richtig habe, für die Wand. Wie lange dauert das? Das dauert 6,3 Stunden nach aktuellen Planungen maximal. Das kommt daher, dass wir ursprünglich mal ausgegangen sind von 6 Stunden. Aufgrund der Anpassung im System sind wir jetzt bei 6,3 Stunden. Und das ist aber auch ein Maximalwert. Es ist ein Von-Bis-Wert. Wir müssen immer daran denken, dass wir sehr also wir haben ja verschiedene Gebindetypen. Wir haben teilweise eine gemischte Stapelung, teilweise eine sortenreine Stapelung und das, sage ich mal, den Abdruck, den die Gebindefront hinterlässt, der ist natürlich auch essentiell, wenn wir jetzt sagen, wie groß ist der Volumenbedarf der Hilfswand, die ich errichten muss, wie hoch ist diese Hilfswand, weil die natürlich auch einen ganz großen Teil dieses Spritzbetons einnimmt, den ich benötige zur Erstellung. Okay. Das bedeutet dann aber im Grunde genommen, dass wir eine komplette Schicht mehr oder weniger brauchen, um so eine Versatzwand herzustellen. Und wird dann, wir haben das hier in der Infostelle, kann man es gut sehen, jetzt zu Hause haben Sie das Bild nicht, aber die Einlagerungskammern sind ja wie Finger angeordnet, parallel, wenn ich so möchte. Können wir dann parallel weiterarbeiten oder wie funktioniert das? Nein, also es gibt quasi eine grundlegende Regel im Endlager. Es wird entweder eingelagert oder es finden andere Aufgaben statt. Sei es Wartung, sei es sonstige Aufgabe oder sei es auch der Versatz von Einlagerungsabschnitten. Okay, also wieder ein Sicherheitsaspekt, wo man dann sagt,
Man konzentriert sich immer auf eine Sache, die dann quasi so ablaufen soll, wie es vorgesehen ist. Okay. Ich gucke nochmal quasi in die Runde. Ja, gerne, bitte. Na, überhaupt nicht. Ich stelle nur meine Fragen, die mir so gekommen sind. Wenn Sie Fragen haben, umso besser. Ich hätte noch eine Frage. Diese Wagen, die Sie da beschreiben, die müssen ja hergestellt werden. Also werden ja wohl, wobei die Stückzahl ist ja überschaubar, ne, nehme ich an. Ne? Die sind ja relativ klein. Das ist ja fast eine Einzelfertigung. Ne? Ganz genau. Also wir haben zum Beispiel beim Spritzmanipulatorfahrzeug 2 Fahrzeuge und vor allem Versatztransportfahrzeug 3 Fahrzeuge, wobei ein Fahrzeug jeweils als Reserve dient, dass im Falle eines Reparaturfalls der Betrieb ungehindert weiterlaufen kann. Okay. Und das sind so Spezialisten, die das machen, ja? Das sind so Bergbaumaschinenhersteller oder wer macht das? Ja, genau. Also wir sind vor allem im Sondermaschinenbereich da unterwegs. Teilweise haben wir dann entsprechend Unterstützung von Firmen, die sich sehr gut mit der Staplertechnik auskennen. Genau. Okay. Und die sind in Deutschland oder wo sind die? Ah ja. Auftragnehmer derzeit sind in Deutschland, ja. Okay. Ich hatte ja vorhin über die Bauprüfung berichtet. Was ich nicht gesagt habe, ist, dass meine Kolleginnen und Kollegen jeden Tag vor Ort sind. Oder wenn ich es gesagt habe, wiederhole ich es jetzt gerne nochmal. Und ich persönlich bin froh, obwohl wir sind an das Vergaberecht gebunden, wir sind öffentliche Auftraggeber, aber ich bin froh, dass die entsprechende Firma, die Aufträge gewonnen hat, hier in Deutschland ist. Weil ansonsten würden wir da auch noch mehr Aufwand treiben müssen, schon allein aufgrund der Entfernung, die wir dann entsprechend überbrücken müssten. Und es macht es einfacher, wenn die Fertigung hier in Deutschland ist. Aber wir können das nicht steuern. Es ist wirklich Wettbewerbsergebnis. Nach EU-weiten Ausschreibung, genau. Okay. Wir haben, sehe ich gerade im Zoom, noch eine Wortmeldung. Wir würden jetzt gerne die Frau Blechner dazuschalten. Herzlich willkommen. So, es funktionierte erst nicht. Jetzt verstehen wir Sie super. Dankeschön. Ja, ich bin Ratsfrau der SPD-Ratsfraktion in Salzgitter und ich habe folgende Frage zu den Versatzwänden. Gibt es da eine vorgeschriebene Mindeststärke der Wände oder ist das dann wirklich nur abhängig von der Befüllung des einzelnen Materials? Also wenn verschiedene Materialien befüllt worden sind, hat sie ja, Frau Fiebig vorhin gesagt, dass dann eben die Stärke variieren kann. Also da muss es nicht die gleiche Betonmenge sein von 60 Kubik. Es könnte dann ja vielleicht auch weniger sein. Oder gibt es eine vorgeschriebene Mindestmenge, die da verfüllt werden muss, um so eine Wand zu erstellen? So eine Trennwand. Ja, die Versatzwände haben natürlich eine Mindestdicke, weil wir natürlich hier auch eine entsprechende Statik einhalten wollen. Die Mindestdicke beträgt ungefähr 0,5 Metern. Das Spritzmanipulatorfahrzeug ist in der Lage, auch kontinuierlich zu messen, wie dick ist diese Wand. Das Fahrzeug verfügt über 2D-Laserscanner und hat auch einen Radarsensor, der entsprechend erlaubt, die Dicke der Wand und den Wachstumsfortschritt kontinuierlich auch qualitätsgesichert zu dokumentieren. Dankeschön. Gut. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Gibt es weitere Fragen? Das scheint... Doch, bitte. Immer. Dafür sind wir da. Wie lange muss denn diese Versatzwand jetzt aushärten sozusagen, damit dann anschließend diese Verfüllung da mit den 600 Kubikmetern oder was das war, stattfinden kann? Denn dazu ist sie ja statisch wahrscheinlich ausgelegt, ne? Dass sie diesen Druck aushalten kann, nehme ich an. Die Mindestfestigkeit wird, Herr Kuschke, bitte helfen mir, nach 7 Tagen erreicht. Ja. Genau. Genau, dann kann quasi die Verfüllung starten. Aber in diesen 7 Tagen, dadurch, dass wir ja parallel mehrere Einlagerungskammern quasi bestücken, können dann andere Einlagerungskammern befüllt werden.
Okay. Gibt es weitere Fragen? Ich schaue gerade noch mal. Aktuell scheint das nicht der Fall zu sein. Wenn, dann wäre jetzt noch mal die Gelegenheit. Ansonsten doch eine Frage habe ich noch, weil es auf einer der ersten Folien stand und ich würde es gerne noch mal abbinden. Herr Kuschkewitz, Sie hatten am Anfang von 12 Fahrzeugen gesprochen, oder Komponenten. Von Komponenten gesprochen. Jetzt haben wir ja nur einige davon kennengelernt. Was ist denn mit den anderen Komponenten? Nur, dass wir die vielleicht noch einmal einordnen können. Ja, also von den 12 Komponenten, hier sind ja einige davon dargestellt. Der Plateauwagen ist ja eine Komponente davon, ist beispielsweise fertig. Da ist diese von mir angesprochene Inbetriebnahme A auch schon erfolgt. Das Stapelfahrzeug ist in Fertigung, der Transportwagen und der Portalwagen sind in der Vorprüfung. Die Schachtförderanlage als eine Komponente ist auch in der Planung, kurz vor der Vorprüfung. Und die übertägigen Komponenten, soweit sie nicht Gebäude verbunden sind, das sind dann die Flurförderanlage und die Krananlagen, Übertage in der Umladehalle, im Sonderbehandlungsraum oder das Seitenstapelfahrzeug. Das Seitenstapelfahrzeug habe ich nicht dazu gesagt. Das ist auch in der Fertigung. Also da ist die Planung abgeschlossen, ist auch die Vorprüfung abgeschlossen, ist die Fertigung abgeschlossen. Das erste Seitenstapelfahrzeug werden wir im nächsten Jahr auch dann werksabnehmen. Was ich noch nicht gesagt hatte, ist, dass auch hier beispielsweise nach dem ersten Stapelfahrzeug, aber auch nach dem ersten Seitenstapelfahrzeug sich wiederum eine Erprobung anschließen wird. Zwar keine über 6 Jahre, sondern nur über 6 Monate, in der wir dann natürlich auch diese Fahrzeuge nochmal entsprechenden Tests unterziehen, bevor wir die nächsten Fahrzeuge bauen. Und die Krananlagen und die Flurförderanlage sind derzeit in der Planung, in der Fertigungsplanung. Ja, vielen Dank. Ich schaue gerade nochmal. Es sind keine weiteren Fragen eingetrudelt. Von meiner Seite aus soll es auch reichen. Ich will es jetzt nicht mit noch weiteren Fragen bombardieren. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel gelernt, auch was das Thema Präzision anbelangt, was das Thema Komplexität anbelangt, was hinter so einem Fahrzeug steckt, was, als ich das erste Mal gesehen habe, ich gedacht, ist doch nur ein Betonmischer. Ist aber am Ende des Tages doch ein bisschen mehr, insbesondere wenn man dann noch auf die Qualitätssicherung, die Genehmigung und Ähnliches guckt. Und das ist, glaube ich, ganz schön spannend, das noch einmal zu sehen und zu reflektieren. Dafür ganz, ganz vielen Dank. Wir möchten auch, das hatte ich vorhin ja gesagt, noch eine Mentimeter-Umfrage mit Ihnen machen, jetzt zum Ende der Veranstaltung. Und da geht es jetzt nochmal um 3 Fragen. Einmal die Gesamtzufriedenheit mit dieser Veranstaltung, auch mit dem Thema, alles was dazugehört. Dann das Thema Dauer der Veranstaltung, was wir auch haben und auch die Verständlichkeit der Inhalte. Denn das interessiert uns immer, um zu gucken, können wir da noch besser werden, können wir was anders machen. Wir haben jetzt natürlich nicht die Frage, hat Ihnen das Thema gefallen? Aber auch da wäre immer wieder die Einladung, der Hinweis, schreiben Sie uns gerne, schreiben Sie uns an info-konrad@bge.de, wenn Sie sagen, wir müssen uns unbedingt mal über ein bestimmtes Thema unterhalten, dann organisieren wir das gerne und gucken, wie wir das realisieren können, wen wir da als Ansprechpartner haben. Also da sind Sie herzlich eingeladen, nutzen Sie diese Möglichkeit, die Gelegenheit und sagen Sie uns auch da, was die Wünsche sind. Genau, während die Mentimeter-Umfrage läuft, Sie sehen den QR-Code wieder eingeblendet, Sie können gerne teilnehmen, möchte ich nochmal einen Werbeblock machen für 2 weitere Veranstaltungen, die wir in diesem Jahr noch haben. Das eine ist am Donnerstag, den 3. November, auch wieder 18 Uhr. Das ist das Fachgespräch zur Umgebungsüberwachung. Das ist eine Online-Veranstaltung, wo wir im Grunde genommen vorstellen und zeigen, was machen wir eigentlich im Feld der radiologischen Umgebungsüberwachung. Dazu muss man natürlich erstmal sagen, Konrad wird noch gar nichts eingelagert, warum dann eigentlich radiologische Umgebungsüberwachung? Wir haben ein vorläufiges freiwilliges Beweissicherungsprogramm und da werden wir Ihnen vorstellen,
Wie machen wir das? Was stellen wir da eigentlich dar? Was stellen wir fest in der Umgebung rund um das Endlager Konrad? Und natürlich auch die Perspektive bieten, was machen wir dann später, wenn wir in den Einlagerungsbetrieb gehen, haben wir natürlich auch wieder gesetzliche Bestimmungen, die uns sagen, was müssen wir dann machen. Und damit wir dann auch eine gute Nullmessung haben, eine Basis, auf der wir dann sagen können, hat sich etwas verändert durch das Endlager Konrad oder nicht, machen wir halt eben gerade dieses vorläufige Messprogramm. Dazu sind Sie herzlich eingeladen, Donnerstag, 3. November, 18 Uhr. Und eine zweite Veranstaltung für diejenigen, die jetzt gerade gesagt haben, oh, das war jetzt schon ganz schön speziell, das war vielleicht auch fast schon ein bisschen komplex, auch wenn ich finde, Sie haben das gut gemacht. Für diejenigen, die wirklich Basics wollen, die sagen, ich muss nochmal in Konrad einsteigen, holt mich doch nochmal ganz, ganz vorne ab, sozusagen, bieten wir am 1. Dezember auch um 18 Uhr Konrad für Einsteigerinnen und da machen wir auch in einem Zoom-Call, ich sage mal eine kleine Runde, das machen wir dann aus der Öffentlichkeitsarbeit heraus, ohne Fachexpertin, wo man dann hinterher denkt, oh, darf ich meine Frage so stellen, wobei wir das Problem heute nicht hatten. Wirklich ganz basal, die einfachen Basics, wo Sie alle Fragen stellen können, da sind Sie herzlich zu eingeladen. Donnerstag, 1. Dezember, 18 Uhr. Jetzt sehe ich gerade die Mentimeter-Umfrage. Ist da die Zufriedenheit mit der Veranstaltung? 3 waren zufrieden, 6 waren eher unzufrieden. Das ist eher zufrieden. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Genau, keiner war unzufrieden. Das ist schön. Danke, Herr Duwe, für den Hinweis. Das ist gut. Wenn Sie Ideen haben, was wir noch besser machen können, schreiben Sie es gerne in den Chat. Da freuen wir uns auch, weil dann haben wir den konkreten Hinweis, nochmal zu gucken, wo können wir noch Dinge anpassen. Die Dauer, genau passend, 7, eher zu kurz, 2. Ja, man kann diese Themen sicherlich auch vertiefen. Da immer die Bitte, die Frage, stellen Sie Ihre Fragen, dann sprechen wir auch noch länger und wenn Sie uns Futter geben, arbeiten wir uns auch daran ab. Aber anscheinend ist es ja erstmal ganz gut, dass man so ungefähr 1,5 Stunden hat, bis wir dann wirklich hier zum Ende gekommen sind. Vielen Dank dafür. Verständlichkeit, verständlich oder eher verständlich, das hält sich so ungefähr die Waage bei denjenigen, die teilgenommen haben. Auch das ist gut, das ist, glaube ich, auch immer eine Herausforderung, wo ich finde, das haben wir ganz gut heute gemacht. Man kann es sicherlich immer noch besser machen. Man darf nicht vergessen, die beiden sind auch tatsächlich Experten, die jeden Tag mit dieser Thematik umgehen, die die Abkürzungen haben und Ähnliches. Das schleift sich schnell ein. Und von daher auch immer da wichtig, nochmal die Fragen stellen. Fragen, Fragen, Fragen. Das ist, glaube ich, nochmal der Appell am Ende der Veranstaltung. Da freuen wir uns auch tatsächlich drüber. Okay, ich würde sagen, wir haben die Ergebnisse vorgestellt. Wir haben sehr viel gelernt über den Fahrzeugbau zum Endlager Konrad. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie heute teilgenommen haben, dass Sie Ihre Fragen gestellt haben, dass Sie die auch intensiv gestellt haben, dass wir auch angefangen haben, ein Stück weit zu diskutieren. Allen, die heute hier waren und was beigetragen haben, die Inhalte vorbereitet haben, auch ganz, ganz herzlichen Dank. Und auch natürlich an die Technik, an die Regie, an die Kollegen bei Zoom, bei YouTube. Vielen Dank für den Einsatz. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund.